Ich habe dann auf der Couch geschlafen. Weil du dann die mit deiner Ex-Frau verbinden hast. Ja. Eigenes Kind nochmal. Ist man da schon zu alt für? Wenn ich sie angezogen sehe, sehe ich sie immer mit diesen Bildern. Ab dem Zeitpunkt wirfst du für mindestens 20 Jahre dein Leben erstmal. Nein. Was ist denn der außergewöhnlichste Ort, an dem es Sex drin ist? Aber es hat dann leider nicht geklappt. Wieso kriegt man das immer nicht hin, dass da doch was ausläuft? Super. Echt super. So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Wir werden jetzt einfach hier einen entspannten Talk führen. Ich glaube, es geht schon wieder los. Was bist du eher, Sommer- oder Wintertyp? Sommer. Nein. Die Frauen kriegst du Sommer. Nein, das ist gut. Das ist ein sehr gutes Argument. Sehr gutes Argument. Wir sind die Eimanns in der Karibik. Hast du schon mal so ein weißes Pulver benutzt? Nein. Ne? Echt? Das Interesse wäre schon da, wie man darauf reagiert. Ja. Ja, Leute, die es als wahnsinnig tollen Kick beschreiben und dieses Gefühl, das würde mich schon reizen, ja. Aber nicht, dass es damit zusammenhängt. Also da reicht mir lieber, wenn ich mal ein bisschen Alkohol trinke und da auch ja, angeschwipst genau. Bin Alkohol. Und dieses Glücksgefühl habe. Also das ist schon... Alkohol ist besser als Drogen. Ja. Ja. Das ist ja eigentlich auch schon Alkohol ist eine Droge. Du hast ja schon mal betrunken Auto gefahren? Ja. Aber nicht erwischt worden. Nein. Zum Glück nicht. Zweimal passiert, glaube ich. Dreimal. Weiß ich nicht. Aber zum Glück nicht erwischt worden. Einmal hatte ich nicht betrunken. Also betrunken bin ich nur zweimal gefahren. Sollte man nicht machen, auf keinen Fall nachmachen. Nein. Auf gar keinen Fall. Einmal habe ich getrunken und wurde von der Polizei angehalten. Da war ich aber nicht betrunken. Ja, angetrunken. Ja, ich habe halt, nee, das war sogar am Vormittag, habe ich einen Schluck oder ein Glas Sekt, Prosecco, irgend sowas gehabt. Am Vormittag. Und es war am späten Nachmittag, wo die mich kontrolliert haben. Aber das ist ja, also ich war ja topfit, ja. Und du hast ja trotzdem Restalkohol, den sie ja nachweisen könnten. Mhm. Aber du darfst ja, eine gewisse Prozentzahl darfst du. Da war ich ja auf Probezeit. Ah, okay. Da warst du das ist wieder schlecht. Und dann kam nämlich natürlich die Frage, hast du was getrunken? Kann das nicht die Antwort? Nein. Nein. Ein ehrliches? Dann kam die Frage, bist du aus mit Drogen? Ich habe nie gemacht. Noch nie probiert? Nee. Sag ich rauche nicht und ich trinke auch nicht. Und dann dachte ich mir so, scheiße, das war jetzt passiert. Das war jetzt ein bisschen übertrieben. Ne? Ja, ja. Er hat gesagt, noch nie Alkohol probiert. Ich, nee, nee. Und dann habe ich die religiöse Sache mit eingebracht. Sag ich so, ich bin Moslem, das dürfen wir nicht. Hat das gezogen? Hat gezogen. Ey, ich meinte, ja, guter Junge, mach weiter so, fahr weiter. Okay. Wenn ich Auto fahre, trinke ich nichts. Werde gefragt und sage natürlich, ich habe nichts getrunken. Muss aber trotzdem Alkoholtest machen. Weil es wahrscheinlich nicht glaubhaft genug rüberkommt oder weiß der Geier was. Obwohl ich es, also ein, zwei Sachen gab es schon mal, wo ich sehr wenig getrunken habe, aber nicht kontrolliert wurde. Das Lustige ist ja, wenn du Auto fährst und was getrunken hast, fährst du Fahrrad. Dann hast du dann wieder zu viel. Mit dem Fahrrad getrunken darfst du wieder kein Fahrrad fahren. Also so ein bisschen. Dann gehst du lieber wieder zu Fuß, ja. Ja, gut, die Grauzone. So ein bisschen, das weiß die Polizei auch. Das war ja schon mal ein bisschen. Hat. Nein, doch! Hast du schon mal was geklaut? Unbewusst oder vielleicht. Vielleicht sogar bewusst. Ja, oder vielleicht sogar bewusst. Ich habe schon mal geklaut, ja. Ja? Wurdest du erwischt? Nachschlag, ne. Was hast du geklaut? Nachschlag. Nachschlag. Das ist klar. Ja, in der Schule, ja. Ja, schon, ich wurde auf der Wiese, aber die Eltern waren von Schulter, weil ich ja noch minderjährig war. Ist das, also, zählt das dann schon als Klauen? Ah, Moment. Ja, schon, weil die Polizei hat mich ja gerufen. Aber Nachsachen aus dem Geschäft? Ja, genau. Ah, okay. Aus dem Geschäft. Ach so. Nicht von anderen Kindern, dann gebe ich auch nicht. Nein, nicht von den Kindern. Und da gab es Ärger? Ja, natürlich, ja. Gibt ja eigentlich keine Konsequenzen dann, ne? Für den, also für dich. Also mich, ja, bei der Eltern gibt es da Konsequenzen. Ja. Da gibt es lange zum Ohren. Oder sonst. Ja. Also ich sag mal, die Versuchung ist immer irgendwie da. Sowas mal irgendwie. Also ich habe mal was geklaut, weil ich mich über was geärgert habe. Ich habe was gekauft und das war kaputt. Und dann hat man mir gesagt, nö, kannst du nicht tauschen. Und runtergesetzt und kannst du nicht tauschen. So, und dann war ich mit diesem kaputten Laden, das gegen was Heiles getauscht. Und das war dann für mich die Guttour. Ich habe es für mich getauscht, wenn die es nicht hinkriegen, und war für mich erledigt. Ja, ein
Das war für mich meine Genugtuung, weil mich das sonst geärgert hätte. Und es war eine eigenbeschlossene Retour. Hast du einen Punkt im Flensburg? Mehrere. Ehrlich? Ja. Ich habe... Bewusst oder ist halt passiert? Na, ist halt passiert. Wie viele Punkte habe ich denn? Drei? Drei? Wie viel darf man? Neun. Neun? Also, weiß ich gar nicht. Und ich habe den ersten in der Probezeit geholt. Mein Handy am Steuer. Super cheap. Ja, ist aber blöd eigentlich, oder? Es ist sehr blöd. Aber ich erzähle dir die Geschichte dazu. Pass auf. Wir waren auf der Leopoldstraße in München. Ich sag mal, wenn zur Berufsverkehrszeit ist da ja schon ein bisschen was los. Ja. Dann gab es noch eine Demonstration. Dann ist noch mehr los. Und für eine Strecke, wo ich eigentlich 2 Minuten brauche, habe ich 14 Minuten gebraucht. Und einfach nur Schrittgeschwindigkeit wegen nichts. Und so. Dann, in der Zeit, wo ja nichts geht, bin ich am Handy. Nicht nachmachen ist nicht gut. Aber ich war am Handy. Das Auto, ich wiederhole es nicht gefahren, aber ich war wirklich am Handy und das Auto stand an der Motorbahn. Darfst du nicht machen. Der Gesetzgeber muss der Motor austauschen. Ja. Zündschlüssel geht, aber Motor muss aus. Ja. Also, was natürlich bei der Demo blöd ist, das ist Polizist bleibt. Aber die normalen Polizisten, die siehst du ja. So, es gibt ja auch andere Polizisten, die nicht als solche gekennzeichnet sind. Yeah. Und wenn die direkt im Auto hinter dir sind, dann ist das natürlich eine Scheißsache. Und wenn dann plötzlich zwei, einer rechts und einer links, an deinem Fenster dran sind und du es halt verpasst hast und du gerade bei deiner WhatsApp bist. Ja, das ist natürlich saublöd. Ja. Und dann warst du gleich fertig? Dann war ich fertig. Dann habe ich so gleich mal rechts raus, ranfahren, Punkt, Geldstrafe. Gibt's glaube ich auch, ne? Alles mögliche. Der neueste, der war SS, ist ein bisschen her, aber das war dann Strafzettel in, weiß ich gar nicht, 22.4 oder so. Aber in der 30er zu, das müssen wir nicht so gerne. Ja, das geht aber auch mal schnell. Also ich hatte, ich habe noch nie einen Punkt gehabt. Ich war seit 97 Auto. Seit 97 fährst du Auto, ich bin 97er Baujahr. Da siehst du mal, wie alt ich bin, ja. Nein, also ich hatte viel... Das wäre jetzt mal eine Frage an dich, wie alt bist du denn? Weißt du, wie alt ich bin, oder? Also du hast eine Tochter, eine Tochter. Wie alt die ist. Ja, ist halt. Und relativ jung Vater geworden. Ja, das bin ich auch. Ich sag mal so Ende 30, 39. Ein bisschen mehr ist schon. 42? Rechne mal noch ein Jahr drauf, dann war es also bis dahin bin ich 43, 79 ja? Jahrgang. 1972, ja. Guter Jahrgang. Juni. Ja, ich wusste, dass du das sagst. 12. Juni bin ich geboren. Am 9. März. Hauptsache im Herz immer jung bleiben! Also du hast selber kein Auto, aber fährst schon Auto? Nein. Fährst du auch kein Auto? Du hast keinen Führerschein? Ich hab keinen Führerschein. Sonst wäre ich ja mit dem Auto hergefahren. Wie lebt es sich mit 43 ohne Führerschein? Wenn du in Wien zum Beispiel brauchst, kein Auto, da ist wirklich alles um dich. Ja. Gehst du zu Hause, bist du Busse und das alles. Wien ist ja nicht so eine Großstadt, so wie halt München oder so. Und reizt dich das nicht, mal Auto zu fahren? Ab und zu denke ich mir schon, ja. Also bist du schon mal Auto gefahren? Nein. Du bist doch nie Auto gefahren? Das war jetzt sehr typisch. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass du nie ein Auto bewegt hast. Nein. Ehrlich? Nee, hab ich nicht! Was ist los? Mit der Frage? Sag mal in Wien. Prost. Prost halt. Gefällt mir. Ja, finde ich einfach. Ja, das ist gut. Das ist lecker. Frau hast du? Nein. Auch nicht! Single. Single? Das ist ja sehr kurz. Jetzt wird's spannend. Soll ich mal lang zusammen? Wie lange wart ihr denn zusammen? Halbes Jahr. Ach, okay. Also nicht verheiratet? Nein, ich habe auch schon verheiratet. Warst du auch schon? Eine 10-jährige Beziehung, ja. Und war ein Jahr verheiratet. Davon. Also ein Jahr nur geheiratet? Einen Sohn habe ich. Oh, das ist doch cool. Aus dieser Ehe? Ja, mit der also, nicht mit der Resten. Ja. Mit der 6 Monate ist das. Aber ein Jahr verheiratet ist, glaube ich, noch schwieriger, nicht so schwierig, sich zu trennen, als wenn du länger verheiratet bist. Ja, wir waren aber ziemlich lange zusammen noch, also 10 Jahre. Okay. Du bist ja nicht verheiratet. Nee. Hast du es vor? Irgendwann mal vielleicht. Ja, das ist immer schön. Warte. Also ich bin noch verheiratet. Ja, verheiratet. Aber getrennt leben. Sieht sich bei dir auch. Ja, aber so. Und ich habe ja leider erfahren, dass wenn man dann nochmal heiratet, dass man kein Junggesellenabschied macht. Das finde ich eigentlich ein bisschen blöd, aber theoretisch, wenn es keiner weiß, ist ja auch wieder scheißegal. Ja. Das könnte ich mir bei dir richtig gut vorstellen. Wenn du heiratest, das wird ein super YouTube-Video. Die Frage ist nur, ob du dann danach noch heiraten kannst. Ich glaube nicht mehr. Single-Dasein hat auch Vor- und Nachteile. Ja.
Ja, okay, wärst du jetzt ist nicht fest? Siehst du dich jetzt als Single oder als Verheiratet? Weil du bist theoretisch ja noch verheiratet, aber ihr seid nicht mehr... Tja, was bin ich denn? Bin ich dann jetzt getrennt lebend oder bin ich Single? In anderen Worten, hast du die Freiheit eines Singles? Ja. Das geht, ne? Ja. Du hast niemand mehr Rechtschaft zu leben. Nein. Weil das ist ja ein klares Thema bei euch. Das ist ein klares Thema. Also da ist klar kommuniziert. Und wenn jemand was Neues hätte, dann wäre das in Ordnung. Also ich hätte da kein Problem mit. Aber ja, das ist die Frage. Ist man getrennt lebend? Und natürlich ist man Single. Für mich ist man dann eigentlich schon Single. Junggeselle nicht. Ja, aber jetzt, wenn man einen kennenlernst, ist es ein Thema, wo du findest, es muss in den ersten Gesprächen kommen. Nein. Pass auf, ich habe da noch ein Thema mit meiner Ex. Das sollte man lieber, glaube ich, nicht sagen. Ja, wenn man sagt, ich bin doch verheiratet, getrennt lebend. Nee, das würde man lassen. Mhm. Aber die Sache ist ja die, in meinem Alter, finde dann mal jemanden, der nicht belastet ist, der jetzt noch nicht in einer Beziehung oder verheiratet war oder Kinder hat. Und dann kann man da eigentlich offen drüber sprechen. Und man kann ja dann auch wieder glücklich mit einem neuen Partner werden. Dafür ist das Leben da. Es wäre ja schlimm, wenn man einmal verheiratet, muss man mit demjenigen zusammenbleiben. Also, früher war das vielleicht anders. Das ist ja die Idee eigentlich in einer Ehe. Ne? Das ist ja eigentlich schon, dass du dir dann sicher bist und sie sich auch sicher ist, dass man heiratet, ja, und auf ewig zusammen. Ja. Das ist ja die Idee. Ne? Aber du warst ja auch schon verheiratet. Du hast ja selber von dir gesagt, du bist Single. Also bist du jetzt. Single, ja. Also ist die Frage ja eigentlich, also sehe ich mich auch als Single. Ja. Wie lange wart ihr verheiratet? Oder ja, ich bin verheiratet? Auch schon geschieden. Wir sind seit 8.08.08 verheiratet, also sind es jetzt schon 14 Jahre. Das ist ein gutes Datum, 8.08.08. War aber kein Glücksdatum. War aber trotzdem cool. Okay. War cool. War erste Brautpaar, war Fernräder und war schön. Also es war schön. Und das vergessen ja auch mal viele. Wenn man sich scheidet, klar ist oder trennt, nicht schön, gibt irgendeinen Grund, aber es gab ja auch schöne Jahre. Mhm. Und wenn man danach wieder einigermaßen miteinander auskommt, freundschaftlich, ist immer halt die Menschen, die man immer glaubt, dass ein Kind da ist. Das ist und wenn ein Kind, und man bleibt ja Eltern. Das ist ja, meine Tochter dachte auch, wo wir uns getrennt haben, trennen wir uns auch als Eltern für sie. Mit einem gewissen Alter verstehen die Kinder das. Du bleibst Mama, du bleibst Papa, du bleibst die Eltern. Wenn du so wie du das jetzt schilderst, ich sag mal so, war okay, die Ehe war ja schöne Jahre da, hat dann irgendeinen Grund gegeben, warum es dann eben nicht geklappt hat. Warum? Ja. Okay. Aber du würdest es jetzt nicht als weggeschmissene zwei. Nein, Lebenserfahrung. Wie siehst du das? Sagst du deine Ehe, und ich meine, weil auch 10 Jahre, das ist echt eine extrem lange Zeit, davon ein Jahr verheiratet, sogar ein gemeinsames Kind. Ja. Sagst du, das ist irgendwo weggeschmissene Zeit, einen Fehler gemacht? Oder sagst du. Na, würde ich nicht sagen. Okay. Das würde ich nicht sagen, dass das geschmissen ist. Also es war trotzdem immer noch eine schöne Zeit. Warum ist es dann zum Ende gekommen? Ja, weil man sich auseinandergelegt hat. Okay. Das war, ich habe dann auf der Couch geschlafen und sie hat im Bett. Ja. Aber ohne große Reibung, ohne großen Streit, oder war das auch schon mit Thema? Boah, da hatten wir schon einen Streit, doch. Was war denn der krasseste Ehestreit? Das würde mich auch mal interessieren. Oh ja. Das war aber schon, wie sie gesagt hat, dass sie die Scheidung möchte. Da haben wir jetzt einen Streit. Ja. Ja? Ja, sie hat gesagt, dass sie die Scheidung möchte. Okay, und du hast dann gesagt, die möchte ich nicht, oder machen wir, oder? Ja, genau, ich war natürlich nicht einverstanden. Ja, sehr klar, oder? Ja, gut, bei meiner lag das daheim. Sie ist gegangen von sich aus und hat gesagt, sie trennt. Ich kenne die wenigsten, wo das funktioniert. Und man hat dann mal ein Thema zu lästern. Ja, klar. Und ja. Manchmal kommt ein YouTube-Video dabei raus. Manchmal kommt ein Video. Und ich sage mal auch ganz ehrlich, dieses frei für was Neues, wenn jemand Neues kommt, der neue Partner, nochmal dieses Verliebtsein, dieses Schmetterlinge im Schlauch, im Bauch. Im Schlauch? Im Schlauch. Im Bauch, das kann ja gar nicht so schlecht sein. Muss ein neuer Partner eine gewisse Zeit mitmachen, damit du sagst, okay, das kommt auf diesen gleichen Stand. Ja. Das kommt auf dieses Level. Das ist dieses Kennenlernen. Ja. Und ist denn nicht die Gefahr da, wenn man aus einer langen Beziehung kommt, oder egal aus welcher, sagen wir mal, ob sie gut funktioniert oder nicht, dass man, egal ob als Mann oder als Frau, Vergleiche zieht? Ja. Vergleiche. Das war nicht gut. Das war nicht gut für deine letzte Beziehung? Ja, genau. Weil du die mit deiner Ex-Frau verglichen hast. Ja, schwierig. Ja, das kenne ich.
Du, wenn du so lange Jahre zusammen warst, kennst du den Partner in den Auswendigen. Ja. Weißt, wie der denkt und fühlt. Da musst du dich neu erst wieder darauf einstellen. Ja. Aber das geht dann in jedem Part genauso. Da muss man sich arrangieren und dann muss man auch miteinander klappen. Also ich hätte zum Beispiel überhaupt kein Problem damit, wenn ich einen neuen Partner habe, mit Kind. Ja, da habe ich sowieso. Die Frage ist dann halt, wie das Kind mich dann akzeptiert als Stiefvater. Das ist wieder eine andere Frage. Ja. Und da ist ja dann auch ein Vater da, der Vater dieses Kindes ist, wie man da irgendwie sieht, dieser Vater dich ja, als Konkurrent oder findet das gut, dass du da bist oder es gibt ja auch verschiedene Probleme. Ja. Aber die Frage, die Sache ist natürlich die, wenn du eine Partnerin hast, die dann ein Kind hat, ein Kind mitbringt, du hast ja auch schon ein Kind, das Kind eines Fremden kann nie dein eigenes Kind sein. Also man kann es aber genauso lieb haben. Bin ich der Meinung. Ja, man kann es genauso lieb haben und ich kann mir auch vorstellen, dass man es genauso mit erzieht und natürlich mit der neuen Partnerin da auch drüber redet, wie man da Wege geht. Ja, auch Probleme bei der Kindererziehung, in welche Richtung man das haben will. Und sehe ich aber keine. Also ich sehe da keine Probleme. Ich könnte mir das sogar gut vorstellen. Nur streng kann ich nicht sein. Also ja, wenn ein Kind ist, was anderes, aber bei einem anderen Kind ist kein. Da ist die Hemmschwelle eine andere. Ja. Bei dem einen Kind ist das so. Das hat so viel von dir selbst und du weißt, wie das Kind denkt und fühlt, weil du dich selber irgendwie als Kind wieder siehst. Ja, da wär's natürlich mit einem nicht eigenen Kind, aber irgendwo sind Kinder auch alle irgendwo gleich. Also ich würde mich da sogar drüber freuen, wenn man nochmal ein Kind hält jung. Mhm. Jetzt ein eigenes Kind nochmal, weiß nicht, ist man da schon zu alt für? Mit 43 ist schon. Bei uns Männer, glaube ich, ist das eigentlich. Ja, aber du willst ja deinem Kind auch was bieten und. Ja, das schon, also jetzt mit 43 geht das noch, ja, aber mit 50 nachher. Ja, vielleicht ist es auch die biologische Uhr. Bitte. Nein. Vorsicht, was du sagst. Da hast du drüber nachgedacht? Nein. Abwarten zu machen? Nein. Aber du willst mein Kind. Weiß ich nicht. Ja, aber was wäre, wenn es passiert? Wenn es jetzt mal angenommen, also ich stand vor dieser Situation, wenn es jetzt mit deiner Partnerin, weiß ich warum auch immer, passiert und du musst diese Entscheidung treffen, dann. Wäre es halt dann. Boah, das ist schwierig. Klar, natürlich, eine mega schwierige Entscheidung. Ja. Ich weiß, für mich wäre es jetzt zu viel. Ich sehe mich tatsächlich nicht reif genug. Ich möchte es aber auch momentan nicht. Ja. Ich bin der Überzeugung, dass du nicht unbedingt, dass das nicht unbedingt der Sinn des Lebens sein muss, ein Kind zu haben. Dass du ab dem Zeitpunkt, und da könnt ihr auch, wenn ihr wollt, sprechen, aber ich glaube, für mich ist es so, dass ab dem Zeitpunkt, wo du ein Kind hast, also etwas auf die Welt setzt, was ja erstmal hilflos ist und erstmal deine Hilfe braucht. Ab dem Zeitpunkt wirfst du für mindestens 20 Jahre dein Leben erstmal. Nein. Du bist nicht mehr die Priorität. Du darfst nicht, du kannst nicht mehr dahin reisen, wo du willst. Naja, das stimmt aber. Du kannst nicht mehr 2 Wochen mit deinen Kumpels unterwegs sein. Du kannst dir vielleicht nicht mehr alles leisten, was du möchtest, wenn du nicht gerade. Ja, guck mal, ich war zum Beispiel, meine Tochter ist jetzt 15 und ich war mit ihr eine Woche zusammen im Urlaub. Nein, das war echt super. Ja, was kannst du das mit einer Vierjährigen machen? Nein, du kannst als Familie mit einer Vierjährigen auch einen Urlaub machen, einen Familienurlaub. Und du genießt ja jede Lebensphase deines Kindes. Und du darfst das jetzt nicht nur auf deine Interessen unterbrechen, dass du das, es verändert sich, aber es kommt ja wieder. Ja, ja, klar. Also ich erlebe da sehr viele unterschiedliche Meinungen. Also ich mag Kinder und ich hätte gerne noch eins mit der richtigen Partnerin. Mit der richtigen Partnerin, die entweder. Ja, ich hätte auch noch eins, also wenn dann wirklich die richtige Partnerin. Ja, ja, aber das. Umso älter. Also müsste ich aber jetzt bald wirklich anfangen. Ich finde auch, umso älter wird das, umso komplizierter wird das. Umso komplizierter wird das. Bei 50. Umso das fängt ja schon bei der Partnersuche an. Ne? Es gibt ja nicht viele, sagen wir mal, über 40 oder 50-Jährige, die nicht entweder irgendwen haben oder Kinder haben oder irgendwie der Fokus irgendwo anders liegt. Also sie sind ja nicht so offen für eine Partnersuche wie vielleicht ein 20-Jähriger. Ja. Würde ich es anders sagen. Der Markt ist kleiner. Das klingt jetzt blöd, aber es ist so. Ja, und du musst sehen, eine Partnerschaft ist immer ein Nehmen und Geben. Ja. Und du musst immer Konsequenzen eingehen. Guck mal, wenn du jetzt in einer Beziehung wärst und jemand sagen, was du fährst dann in München hier, da unter YouTube-Video, möchte ich nicht. Ja. Du sagst, ich möchte das. Fahren. Dann ist sie raus. Dann ist sie raus. Dann bist du schon mal fremdgegangen. Nein. Ja, noch nie. Ja. Aber es hat in dem Sinne keinen weh getan, weil es war keine
so feste Beziehungen vor der Ehe, die keinen großen Bestand haben. Wenn ich schon die Absicht hätte, fremdgehen, dann brauche ich eine Beziehung. Hast du schon mal jemanden, oder hast du dich schon mal geprügelt, nachdem du volljährig bist? Also nicht als Kind, sondern... Volljährig nicht, ne? Volljährig auch nicht, aber davor schon. Ja, davor. In der Schule. Und ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ey, ich kann nicht. Ich nicht. Ich nicht. Das ich habe mich geprügelt, aber ich war nie, also ich war glaube ich immer unter 18 und im Sport zählt sie, weil ich mache ja Boxen. Nein, das zählt. Also Raufereien. Ja, Raufereien ist ja was anderes als. Also ich lehne Gewalt. In der Schule. Also ich lehne Gewalt sogar strikt ab. Ich versuche sowas. Ja. Obwohl ich mancher mal jetzt mal verdient, aber nein, Gewalt ist die falsche Lösung. Also. Ja. Hast du mal gekotzt wegen Alkohol? Ja. 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 Hast du schon mal was mit dem Mann gehabt? Nein. Um Himmels Willen, nein. Also, da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte mal eine Anfrage beim Film, wo ich das machen soll. Für Anschlussdreh viel Geld. Ja, ich sag, dann mach ich. Ich mach alles. Und das heißt ja auch immer für den Schauspieler. Schauspieler kann sich ja auch irgendwo so wie Art jeder nennen. Man muss auch alles machen. Das wäre ein Punkt, was ich nicht mache, nämlich einfach vor ekeln würde. Da kam aber von einem anderen Schauspieler mal. Die Frage, da spielt nur eine gewisse Geldfrage. Ist das dann so? Ja. Also, wenn da einer eine Million auf dem Tisch. Also, ich sollte einen anderen Mann küssen. Ja. Er sagt, das mache ich nicht. Ja. Und dann hat er gesagt, liegt nur an der Gage. Und dann habe ich gesagt, stimmt. Stimmt. Aber mehr nicht. Sagst du, für eine hohe Gage küsst du einen Mann? Nein. Na, Million? Eine Million auf die Wange küsst du einen Mann? Brauchst du jetzt diesen Abstand? Also, das ist im Film anders ausschaut. Ja. Dann ist es anders. Ja, aber wenn jetzt Mund zu Mund, nein. Also bei mir war das so eine No-Name-Produktion und da war das mit bei auf Theaterbasis. Und ich habe so, mach ich nicht. Und da hieß es, für die gewisse Gage mache ich es nicht, gesagt, ja. Und so ein Anfall kommt ja nicht dazu und so ab. Wenn das einmal kommen sollte. Ich habe schon gewisse, aber das hängt davon ab, wo du das Kreuz gesetzt hast. Ja. Also ich habe schon gewisse Anfragen gehabt, aber also ich war dabei. Aber nicht als das, was ich angeklickt habe, in anderen Funktionen. Da habe ich dann gesagt, dass du es nicht gemacht hast. Aber ich hätte mal mit einer Schauspielerin in den Pool steigen sollen. Ja, mit dem Küssen? Ja, genau, da habe ich die Anfrage bekommen. Siehst du? Aber ja, das hätte ich gemacht, das war eine Frau. Siehst du? Das ist ja was anderes. Ja. Okay, würdest du, das ist was anderes. Würdest du auch einen Porno drehen mit einer Frau? Also nicht einen Pornofilm? Ja. Also ich würde mich da schämen. Mit einer Frau schon. Ich würde mich da schämen. Bewerbungen an. Porno.de. Also für einen Kurzfilm würde es reichen, ja. Also ich dachte, da spielt auch wieder die. Aber ich würde mich allen anderen gegenüber schämen. Ja. Ich hätte Angst davor, wie meine Freunde das sagen. Haben. Ich darf es von meinem Arbeitgeber nicht. Keine Pornos. Richtig. Und was wäre, wenn das zum Beispiel meine Tochter irgendwann mal sehen würde? Nein, ich würde es. Also. Ja. Also ich kenne eine, ja, da mit der war ich echt gut, seitdem ich Kleinkind bin, wohlgemerkt. Ich kam die Jahre lang und irgendwann hat sie es halt auseinandergelebt, ne? Und sie ist umgezogen, ich bin umgezogen und ich hatte ein bisschen mit dem Bruder Kontakt und so und immer so ein bisschen wieder Leute. Und irgendwann hat mir mal einer ein Foto von der geschickt und mehrere Fotos auf einer Seite, wo die komplett nackt drauf ist. Wo ich nicht dachte, dass solche Fotos jemals zu mir kommen werden. Ja, aber interessiert hat es dich trotzdem irgendwo, oder? Ich wusste, was für Fotos ist, mir wurde das Foto vorgemacht, ich habe trotzdem draufgeklickt, ja. Weil, ja, warum? Weil du hast halt trotzdem dieses, das interessiert dich ja trotzdem. Du sagst, das ist wie wenn du sagst, ey, da ist irgendwas passiert, guck da nicht hin. Natürlich guckst du da hin. Also genau das habe ich auch bei einer guten Freundin. Und das sind schon wirklich schöne Bilder, die man sich gerne anschaut. Aber wenn ich sie angezogen sehe, sehe ich sie immer mit diesen Bildern. Ne? Aber ich möchte noch dazu sagen, Porno würde ich nur machen, wenn ich Single bin, sonst nicht. Ne? Also dann verletzt du keinen. Ja? Genau, richtig. Das ist ein guter. Und das spielt eine Rolle. Geld. Ja, aber nur, also wenn ich jetzt eine Beziehung hätte, würde ich das nicht machen. Ja. Also für mich wäre auch diese Scham. Da brauche ich das Geld auch nicht. Diese Scham wäre auch so ein bisschen, weil du weißt, wie viele Leute bei so einem Filmdreh sind. Ja, da musst du total abschließen. Du hast halt das Ding. Ja, nee, das will ich schon nicht wollen. Ja. Weil du siehst die ja auch wieder und sowas spricht sich rum und nee, das. Klar, ich glaube nicht, dass du das.
sagen, wenn es Porno ist. Ah, ich hab dich gesehen mit Porno. Du hast Porno gedreht und ich war Kamerawart. Ich hab's kaum gesehen. Ist das derjenige, der sagt so, ach hey, du hast ein Porno gedreht? Ja. Nein, das muss mein Doppelgänger sein. Da, ich hätte noch einen Zwillingsbruder. Also da wurde ich gedubbelt, ja. Also alles gut. Nee, sehr interessantes Thema. Okay. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, eine Nacht in einem Supermarkt eingeschlafen. Kann ich mir auch vorstellen. Oh, ich würde alles probieren. Oder mal in so einem Möbelhaus heimlich übernachten. Oder in so einer Therme mal ganz alleine. Boah, jetzt habe ich aber eine fucking gute Frage. Bitte. Ja, da hast du mich jetzt noch gefragt. Was ist denn der außergewöhnlichste Ort, an dem es Sex hat? Wow. Oh. Auf der, bei uns auf der Donauinsel. Wo da? Also dort direkt oder in der Wiese? Ja, auf der Wiese, ja. Wurdet ihr, war die Chance? Ja, wir wurden auch erwischt. Was haben das Wasser? Wir wurden erwischt von einem alten Bad, ja. Wirklich. Der hat zugeschaut, ja. Und wir waren dann fertig, ja. Und der ruft dann die Polizei an, ja. Aber weißt du, wie wir dann weg waren, wie wir die Polizei schon gesehen haben, gell? Aber der schaut zu, ja. Hat sich wahrscheinlich aufgeregt oder sonst was, ja. Keine Ahnung. Und dann ruft die Polizei an, gell? Ich kann froh sein, dass er nicht angefordert hat, mitzumachen. Ja, aber du kriegst ja Ärger, das ist ja erregend öffentlich Ärger. Ja, natürlich. Du kriegst da Anzeige, ja, und das kann richtig Ärger verursachen. Ja. Das kostet ziemlich viel, ja. Also ich bin da relativ prüde, ich mag das nicht, aber ich wurde mal dazu animiert, in einem Auto auf einem Parkplatz von einem Kino mit sehr viel Publikum drumherum. Und im Nachhinein muss ich sagen, das war eigentlich schon geil, weil im Nachhinein war es dann eigentlich scheißegal. Und genau da erinnert man sich dann wieder, dass das Aufregende war. Aber von alleine würde ich es nicht sozusagen die Initiative dafür nehmen, weil wir haben ja zu viel Stress. Wir haben ja zu viel Stress vor diesem Ärger und erwischt werden. Aber der Anreiz ist da. Der Ärger ist aber auch ein Der Ärger, ja. Der Ärger ist schon immens. Erregung öffentlichen Ärger. Ja, ich weiß nicht, wo die Strafen liegen, aber. Ich weiß gar nicht, gibt es doch Gefängnisstrafen? Nein, das Aber ich habe Pärchen mal erwischt. Oh, ja. Das war auch mega witzig. Und zwar war das am Feldmachinger See. Ich bin, wo ich noch in. Das war ich? Nicht rein. Wo ich in Buchheim gewohnt habe, bin ich mit dem Fahrrad umgefahren. So, und dann bin ich relativ spät aus der Arbeit gefahren und bin am Seeland gefahren. Also nicht bewusst, dass da was ist. Ne? Und dann um so eine Ecke, und da war ein Pärchen gerade in Gang. Die sich sicher fühlten, dass keiner mehr da ist, ja. Naja, und die dann nur so, ich schnell weiter. Es war mir unangenehm, trotzdem war dieses so, ich hab die erwischt. War schon irgendwie, ja. Und für die war es halt auch mega peinlich, aber ich hätte die nicht wieder erkannt. Ja, die hätte mich nicht wieder erkannt. Aber du hast halt erkannt, was sie machen. Und für die war es, junges Pärchen, sicherlich schön, alleine am See, Sonnenuntergang, lauwarme Sommernacht. Da muss ich da langkragen, ja. Aber ich glaube, für die war es schlimmer. Ich habe schnell die Flucht ergriffen und die haben schnell die Flucht ergriffen. Was wäre es gewesen, wenn ich jetzt, weiß ich, wie mich reingeschlichen hätte oder... Keine Ahnung, ja, aber... Die meisten Menschen in dieser Situation so reagieren irgendwie, dass sie sagen, du willst weiterfahren und die werden sich irgendwie... Aber es gibt ja auch welche, die das schön finden. Oder das fast oder fast provozieren oder es an Orten machen, ja, wo du erwischen werden musst. Ja, Fahrstuhl oder Telefonzelle oder ja. Weiß ich. Ja, gibt ja gut Telefonzelle. Oder was habe ich neulich gleich draußen. Ja, also was habe ich neulich gelesen auf der Flugzeugtoilette? Ja. Also hätte ich Platz und hätte gar keine Ambitionen zu, ja. Das Flugzeug, ja. Aber wer es braucht oder wer das schön findet, Backboard. Nein. Der soll es machen. Absolut. Gut, dann denke ich, sind wir im heutigen Video erstmal so. Zum Ende angelangt, wir trinken jetzt noch ruhig aus und falls irgendwelche Fragen entstanden sind oder intensivere Fragen, irgendwas, wo man vielleicht denkt, dass diese Männer doch noch eine Scheu vorhaben, die zu beantworten, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Richtig. Und dann sehen wir uns vielleicht mal bei einem Teil 2 und ansonsten sehen wir uns sowieso nochmal bei anderen Videos. That's it. Prost. 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 Wir sollten da mal Mädels mit reinnehmen. Und dann darf man Mädels mal so ein paar Fragen stellen. Bin ich gespannt, wie sie reagieren. Ich auch.